und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit dem Team von Traders Talk, Morning Meeting und Markteröffnung live aus einem Frankfurter Trading Floor. Ich freue mich sehr, dass wir den heutigen Termin wieder zusammen haben. Leider musste der letzte Jahr gesundheitstechnisch ausfallen. Deswegen vielen Dank für die Zeit, lieber Wango und Alex, heute Morgen. Und natürlich freue ich mich auch, dass Sie heute live dabei sind und sich entsprechend für das Webinar interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, die Unterlagen zum heutigen Webinar sind auch schon online, können Sie entsprechend rechts in dem GoToWebinar-Panel herunterladen, aber dazu werden die Jungs jetzt gleich was dazu sagen. Und hiermit gebe ich ab. Ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Wenn irgendwas ist, bin ich im Hintergrund. Jetzt habe ich natürlich zweimal Wango. Ich weiß jetzt nicht, wer der Richtige sein wird. Ich probiere es mal, ansonsten wechsle ich direkt. Genau, das scheint das Richtige zu sein. Dann kann ich jetzt ja auch mal aussuchen, welches Bild ich übertrage. Okay, super. So, wunderbar. Es ist auch das richtige Bild zu sehen, sehe ich. Wir sehen wunderbar. Die Atlas-Plattform, ja. Genau, super. Dann nochmal von mir herzlich willkommen. Ich bin der Wango oder Evangelos. Wir sind sitzen hier bei uns im Frankfurter Handelsbüro, direkt neben der Börse. Vielleicht ein bisschen was zu uns erstmal, genau wer wir sind, was wir machen. Dazu blende ich mal ganz kurz. Kurz nochmal unsere Website an. Also wir sind Traders Talk. Wir machen hauptsächlich Börsenhandel schon seit über 25, sogar 30 Jahren, hier eine andere Kollege. Und da größtenteils oder fast ausschließlich Derivatehandel. Also ich und meine Kollegen, die meisten können nichts anderes. Ja. Unter Traders Talk haben wir hier Serviceleistungen zusammengefasst. Dazu gehören Mentoring, Private Coachings, dann eine US-Live-Session, die wir jeden Tag haben. Und die Squawkbox, die Sie jetzt hören. Ne? Das ist ja unser ältestes Produkt. Und die Idee dahinter, hinter der Squawkbox, ist, dass wir eigentlich ein Tool, welches wir schon selbst über 20, 25 Jahre nutzen, den Kunden zur Verfügung stellen. Und zwar geht es eigentlich darum, nichts Marktrelevantes hier zu verpassen. Man wird durch den Tag geguided. Wir haben Kunden, die über seit 2015 ja schon dabei sind, so lange gibt es dieses Produkt. Geht hier um News, um Gerüchte, um Zahlen, um Analysen. Und das Ganze richtig einzuschätzen. Und der Hauptgedanke ist eigentlich, dass Sie, euch auf den Handel konzentrieren könnt und dabei aber nichts Marktrelevantes verpasst. Ne? Jetzt heißt es immer wieder, ja, ich handle nicht auf Nachrichten. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass Sie ihr in jedem Augenblick darüber informiert seid, wieso gerade was am Markt passiert. Egal, ob ihr darauf aktiv handelt oder seht, okay, der Markt oder DAX geht durch die Decke, Eurostoxx geht durch die Decke, Bund oder S&P oder das Öl oder Euro-Dollar. Zu wissen, wieso das passiert in dem Augenblick, wo es passiert. Darum geht's. So, das war der Vorspann und jetzt, wie gewohnt, wir haben für uns ein börsentägliches Webinar von 8.30 Uhr, von 8 Uhr bis um 17 Uhr, läuft auch auf GoToWebinar-Basis. Also, wem das Ganze hier gefällt, kann sich gerne bei uns kostenlos unverbindlich auf unserer Webseite traderstalk.de dazu anmelden. Wie gesagt, tägliches Webinar, GoToWebinar von mir und dem Alex hier aus dem Handelsbüro in Frankfurt. Und da fangen wir immer an mit den Overnight News und dem, was ansteht für den heutigen Tag. Und das blende ich hier ein. Diese Sheets hier, unter anderem die Overnight News, aber auch die Fact Sheets, die wir erstellen, die findet ihr alle im GoToWebinar unter Unterlagen. Also wir erstellen jeden Tag ein Fact Sheet für den DAX, den Eurostoxx, den Bund und mittags dann für den S&P Future. Dann gibt es die News- und Konjunkturdaten, die Sie hier bereits eingeblendet sehen und eine Open Interest Tabelle. Ja, die wird jetzt, diese Woche haben wir einen kleinen Verfall, jetzt ist sicherlich interessant in dieser Woche, die steht auch dabei. Also es geht hier um Optionen. Also das ist es von meiner Seite aus zunächst. Jetzt übergebe ich erstmal kurz an den Alex und dann machen wir das gemeinsame Morning Meeting, was so die Chartbesprechung angeht.
Morgen, mein Name ist Alex Meyer, darf euch dann hier zu den Overnight News begrüßen. Kurzer Abriss, was ist passiert, auf was wird gewartet? Ja, als wäre es abgesprochen. In Overnight News hatte ich noch geschrieben, nach wie vor finden sich an den Aktienmärkten auf etwas niedrigem Niveau weiter Käufe. Stichwort Jahresendrallye. Mir muss man schauen auf mehr oder weniger die Fondsmanager. Also stellen Sie sich vor, Sie sind zu 90% investiert. Dann drückt sich jetzt die Frage um, kaufe ich ihn noch vor Weihnachten oder warte ich auf den letzten Drücker? Ja, Gründe, die dafür sprechen, und das sind sehr gewichtige Gründe, dass es tatsächlich eine gibt, sind natürlich hier die Annahme, dass die westlichen Notenbanken mit den Zinserhöhungen durch sind. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir aber hier auch die Woche nochmal Haushaltsverhandlungen in den USA und naja, das wird das übliche Tauziehen werden. Da kann man zwar davon ausgehen, dass sie sich mal wieder einigen auf den letzten Drücker oder auch danach, aber eine Garantie gibt es da keine. Gibt auch bei uns auf die Jahresendrallye keine Garantie. Aber ich würde mal sagen, die Anzeichen sind nicht so schlecht und man sieht es auch die letzten Tage unterm Strich geht man nach oben. Das ist letztlich das große Thema, beziehungsweise Thema, das da hier unterstützend ist, natürlich die Zinsen. Beziehungsweise die Verbraucherpreise, die Inflation, da gibt es heute wichtige Zahlen, 14.30 Uhr, das ist quasi das Ereignis der Woche. Gibt es fast jede Woche so ein Ereignis, ob Rede von Powell oder sonst was, Notenbanksitzungen, diesmal diese Zahlen, 14.30 Uhr, also 3,3 und 4,1 wird da erwartet, 4,1 die Kernrate der US-Inflation, ansonsten will ich sie gar nicht mit Zahlen erschlagen. Das sind die Zahlen, die wir erwarten. Wir hatten heute Morgen schon Zahlen aus Großbritannien zur Inflation, da sind die Durchschnittseinkommen inklusive Bonuszahlungen gestiegen 7,9 statt 7,4%, also 0,5% höher. Darauf gab es auch schon regelrechte Einbrüche auf solche Zahlen am Rentenmarkt und dann am Aktienmarkt, scheint aber momentan niemand zu interessieren. Also entweder hat man das Thema schon abgehakt oder da sind so viele noch da, die kaufen wollen und sie freuen, wenn es ein paar Pünktchen runtergeht, dass das schon nicht mehr schadet. Wie gesagt, das waren Zahlen aus Großbritannien, haben aber hier natürlich auch Auswirkungen und wir haben dann noch ZDW und BIP um 11 Uhr aus der Eurozone. Da wird man die Zahlen natürlich zur Kenntnis nehmen, aber mit Blick 14.30 Uhr wird sich da großwahrscheinlich keiner mehr aus dem Fenster lehnen. Ja, das eigentlich die Nachrichten hier heute Morgen. Thema Nahe Osten spielt kein großes, ist kein großes Thema mehr, es sei denn, es gäbe da eine Ausweitung oder vielleicht auch sogar eine Friedenslösung. Ja, ansonsten bin ich dann eigentlich durch. Wünsche Ihnen viel Erfolg und bis gleich dann. So, das waren die News hier mit dem Alex. So, ich fange jetzt hier wie gewohnt mit der Chartbesprechung an. Und da starten wir immer. Also die Märkte, die wir hier hauptsächlich besprechen, ist der DAX, also immer der Futures, DAX, Eurostox, den Bund und den S&P und im DAX. Zunächst mal der Blick hier und das ist so auch die Herangehensweise, wie wir die Märkte sehen. Wir immer vom großen Chartbild, sprich gut, die Woche eher mal seltener, aber Daily Charts natürlich immer präsent und den blende ich ja auch ein. Das ist der DAX Future hier im Daily und wir sehen, dass wir uns eigentlich richtig gut erholt haben. Also wo wir herkommen ist, da oben kommen wir her, genauso im über 16.600. Das ist der adjustierte Chart und da haben wir ja schon kräftig abgegeben gehabt bis an das Tief hier 14.666 und seitdem erholen wir uns eigentlich gut. Ja, also wir haben hier unten quasi, wenn man das so sieht hier, das war hier so eine kleine Nackenlinie hier so im Bereich um die 15.066. gefühlt hier unten drunter der False Break und seitdem wir über diese 66er Marke sind, machen wir weiter Boden gut. Hier oben sieht man auch hier ganz gut konsolidiert der Markt um die 15.400, 420, das schauen wir uns gleich in der Stunde nochmal im Detail an. Da unten drüber ist aus dem Daily Platz hier in dem Bereich 647, 684, 685. Ne? Das wäre dann auch im größeren Sinne dann ein V oder eine Umkehr, das sieht man hoffentlich ganz gut. Also das ist die Marke, wo wir jetzt dran sind, ist wichtig, weil auch der Eurostox und wir betrachten die Märkte immer DAX und den Eurostox und auch den S&P gemeinsam, um da Erkenntnisse daraus zu ziehen, weil das die Institutionellen so machen, so haben wir das gelernt und darauf wird geschaut, DAX an einem wichtigen Level, dass wir uns jetzt hier
im Stundenchart dann mal runterbrechen. Ne? Das ist so die Herangehensweise. Und dann die kleinste Zeiteinheit, auf die wir schauen, sind die 3-Minuten-Charts. So, also jetzt der DAX-Future in der Stunde. Das Bild ist wie folgt. Also DAX konsolidiert jetzt hier an den letzten markanten Tageshochs bis hoch auf die 15.426. Hat gestern zunächst mal hier mit einem kleinen Gap eröffnet. Also das war hier das Close am Freitag hier oben, 15.391. Gestern hier mit einem Down Gap eröffnet. Dann erstmal unten vorbeigeschaut, ja. Und dann im Setback, im Kassahandel hier unten den gestrigen POC dann nochmal bei der 307 getestet, für gut befunden, um dann nach oben raus dann neue Hochs dann in der zweiten Tageshälfte, wie so oft, zusammen mit dem US-Markt dann nach oben zu tendieren. So, was wir jetzt für heute sehen, ist Folgendes. Also hier oben das ganz wichtige Widerstandsband, das habe ich eben im Tageschart gezeigt, das ist hier diese Zone, 405 bis zur 426. In der Stunde interessiert uns natürlich hier die Stunden-Closes drunter drüber, solange gelten Widerstandsbereiche wie dieser rote hier, also das sind alles Widerstandsbereiche, Ziele und Widerstandsbereiche, gelten auch als nicht gebrochen. Ne? Solange wir nicht drüber schließen, ist der Widerstand noch gültig. So, und solange das der Fall ist, ja, klar, geht der Blick erstmal nach unten. Erste Marke hier 3,91, das war so der Bereich um die 3,90, gestriges oder Freitagabendhoch. Fällt er da drunter, dann hat er erstmal Platz in dem Bereich 3,63, 3,54. Aber das Hängenbleiben hier, wenn das verteidigt wird, sollte nachhaltiger sein und weitere Downside ermöglichen. 3,36 gestriger POC und dann der Bereich 3,07, 3,06. Das war hier, waren die Kassellows von gestern. Die Upside, das Szenario, wenn wir hier oben brechen, ja, dann sollte auf der Oberseite eigentlich eine Tür aufgehen, ja. So, ich muss ein bisschen mal zurück runterziehen. Sollte eine Tür aufgehen und zwar mit einem Bruch Stunden-Close hier oben drüber der 426. Das ist dann die Bestätigung, aber wir schauen natürlich auch auf M3, das ist unsere kleinste Zeiteinheit. Erstes Kursziel hier oben 42,49, aber das sollte eigentlich dann Zwischenstation sein, dann 472 und dann sollte eigentlich, wenn wir das hier nachhaltig brechen, sollte eigentlich auch eher früher als später hier oben diese nächste signifikante Ziel- und Widerstandszone angegangen werden, 512 bis hoch auf die 537. Ja, das sind die Szenarien und wir sehen bereits jetzt, also jetzt vorbörslich, dass hier unten dieses 390er-Level verteidigt wird, aber wie gesagt, das Ganze steht und fällt natürlich mit dem Beginn der Kasse, wie das dann hier die meisten Marktteilnehmer, auch die institutionellen, dann ab 9 Uhr sehen. Also, wichtiges Setup hier im DAX wird auch bestätigt und das ist nicht immer so der Fall, auch vom Eurostox, da zeige ich nochmal ganz kurz den Blick auf den Tageschart. Ein ähnliches Bild, auch hier der Bereich 4240 bis hoch auf die 4256. Wichtiges Widerstandsniveau, Sie sehen, dass da oben drüber im Eurostox auch erstmal viel Platz ist. 4281 wäre dann das erste Target. Also hier oben ist das wichtige Widerstandsniveau im Eurostox. Ja, das schauen wir uns jetzt in der Stunde an. So, die Zone. Wir haben die letzten beiden Hochs. Einmal hier, das war das hier. Gestern die 4248. Das Ganze, wie gesagt, geht oben bis zur 4256. Darüber dann erstmal Platz 4277, 4283. Solange diese Zone hier oben verteidigt wird, ja, an der wir jetzt gerade sind, dieser Bereich, na, kannst du in Rot, so, solange das hier verteidigt wird, geht natürlich der Blick zunächst mal nach unten mit ersten Targets, dann auf der Unterseite 4227, dann hier, das müsste das, war das das Kassetief, ja, 4218 und dann, das ist eine ganz wichtige Marke, das war ein Doppeltageshoch, Daily heißt die 4210, hier auch nochmal aufgesetzt, also hier unten, das wäre dann irgendwie die erste wichtige Unterstützung im Bereich 0710 dann hier unten im Eurostox für den Fall, wie gesagt, dass wir hier oben erneut hängen bleiben. Also hier die möglichen Szenarien für den Stocks, ne, der testet gerade das Tageshoch,
Ne? Und das Ganze, ne, wir machen auch jetzt auch im DAX ein neues Tageshoch. Also hier wird schon mal mit den Hufen geschart. So, jetzt schauen wir mal auf den S&P Future. Ja, auch wenn die Frage kommt, wieso schaut er hier auf den S&P? Gerade am Vormittag, weil der wichtig ist und kann auch am Vormittag wichtig sein, insbesondere bei dieser Konstellation. Also hier der Blick auf den Daily Chart im S&P, was Sie hier sehen ist, dass wir wichtige Marken haben, oben die 30, 3 Viertel, das ist dieses letzte markante Hoch. Wir haben hier gestern und vorgestern, gestern auch nochmal ein dick neues Hoch zum Vorgestern, aber noch keinen bestätigten Bruch über dieser Widerstandszone, die hier in Rot ist. Ja, das sehen wir gleich in der Stunde noch besser. Aber was ich nochmal aufzeigen möchte, sind, wir haben hier einen sogenannten Kreuzwiderstand, einmal diesen mittelfristigen Abwärtstrend, der kommt wirklich von ganz oben, ja, den Kontrakthoch, den adjustierten. Und da auch da gut zu sehen, wir schließen nicht drüber, wir haben bisher nicht drüber geschlossen. Also weder über der 30 Dreiviertel, respektive hier die 35 Dreiviertel an das Hoch vom Freitag, da haben wir gestern drüber geschaut, aber auch nicht hier über diesem Hoch. Also noch kein Daily Close drüber und auch dieser Abwärtstrend nicht. Deswegen doppelter oder sogenannter Kreuzwiderstand und da natürlich ganz klar, wenn das gebrochen wird, dann hat er S&P 4444 als erstes Ziel, aber eigentlich sollte er den Bereich so im 80er-Bereich dann oben auch erreichen können. So, jetzt der Blick für den S&P Future jetzt in der Stunde, also hier ist vielleicht sogar das wichtigste Level von diesen drei Kernindizes, nämlich der im S&P Future und hier oben gut zu sehen, also wir haben auch in der Stunde haben wir schon über diesen 30er-Level geschlossen, das ist hier, aber nicht auf Tagesclose-Basis, ja, das war das Vortageshoch, gestern drüber geschaut, nicht drüber geschlossen, also das ist hier die wichtige Marke im S&P Future, da oben drüber, wie gesagt, erstmal viel Potenzial. Bleiben wir hier hängen, dann ist die erste Marke, die er nach unten rausnehmen wird, nämlich die Tagestiefste, das Tagestief hier mit dem POC von gestern ist die 4425. Da unten drunter dann, und das ist der Bereich, den er unten gestern verteidigt hat, das ist unsere Unterstützungszone und das war es gestern auch. 4407, 4413, erstes Kursziel dann auf der Downside im S&P. Also hier ist große Spannung. Im Markt die Frage ist, werden wir da vor den CPI-Zahlen, vor den Verbraucherpreisen heute Nachmittag in den USA bereits was machen? Kann gut sein, ja. Deswegen sind wir hier und werden das natürlich dann auch live und echt und in Farbe auch kommentieren. So, jetzt kommt der Blick auf den Bund Future. Ne, auch hier, wir haben auch hier, den müssen wir vielleicht ein bisschen adjustieren, aber da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, über diesen Abwärtstrend. Bund Future hat sich von seinen Tiefs eigentlich gut erholt. Sie sehen hier unten eigentlich einen Doppelboden, den er gebildet hat. Ja, hier diese Nackenlinie bisher nicht sauber abgearbeitet. Sie sehen hier Closes drunter drüber. Nichtsdestotrotz denke ich spätestens, wenn er hier diesen Abwärtstrend bricht in Kombination mit dieser 131,50, dass da nach oben hin dann hier insgesamt eine Umkehrkonstellation vollendet ist und dann da oben drüber viel Korrekturbedarf ist. Das schauen wir uns jetzt in der Stunde an. Also der Bund Future in der Stunde, Range Handel, wir sehen, der DAX guckt drüber. Also wir haben vorhin um 8 Uhr Zahlen gehabt, wie gesagt, aus England. Auf die Frage, ja, was interessieren uns die Engländer? Nee, ist eben nicht so. A, sitzen da ganz viele große Teilnehmer, das ist das Erste. Und B, reagieren wir insbesondere, was so zinssensitive Zahlen angeht, immer wieder darauf. Aber die durchschnittlichen Bruttolöhne oder Bonuszahlungen, sorry, die gestiegen sind ganz stark. Da hat er nur einen kleinen Dip gemacht. Ne? Die sind um 0,5 gestiegen. Normalerweise sieht man da eine stärkere Reaktion. Im Bund Konstellation wie folgt. Wir haben unten einen ganz wichtigen Unterstützungsbereich. Den hatten wir gestern auch schon gehabt. Und Sie sehen, da hat gestern im Tief haben wir punktgenau da aufgesetzt. Auf der Unterkante nämlich die 129,35. Also hier unten das Long Setup hat dann zumindest mal nach hinten raus in den Nachmittag, in den frühen Abend hier hoffentlich für die eine oder andere erfolgreiche Long-Position gesorgt. Das ist natürlich unser wichtiger Unterstützungsbereich, der auch heute gilt, 129,35, 129,48. Vorher haben wir noch den POC von gestern, die 58 auf der Oberseite, gestriges Hoch, 129,99. Nimmt er das aus, haben wir oben
Ziel- und Widerstandsmarke hier 130,13, 130,25. Ne, auch da gilt zunächst, solange da wir nicht brechen in der Stunde, hier erstmal die rote Brille aufsetzen und vielleicht da eher mal auf den Short konzentrieren. Erst da oben drüber, über der 130,25, haben wir oben nochmal Naked Pock, die 30,47 und dann oben der Bereich angefangen bei 130,52 bis zur 62. All das, was die Levels angeht, finden Sie oder findet ihr auch in den Factsheets, die hier eingestellt sind. Und das war es jetzt zunächst mal für den Moment. Während wir sehen, dass der DAX bereits oben drüber schaut, hier über der Marke 15.426. So, jetzt schalten wir auch um hier auf die Minutendarstellung. Ja, wir sehen auch ein neues Tageshoch jetzt im Eurostox. Genau, und dann schauen wir mal, was jetzt hier mit Beginn der Kasse auch passiert. Natürlich, wenn jetzt hier noch was nach oben geht, wir sind hier live dabei und kommentieren das. Also DAX, guckt da mal schon oben drüber. Der Eurostox hat, wie gesagt, da bis hoch auf die 4256 erstmal Platz. Erst da drüber ist das Ganze bestätigt im Stocks, was den Bruch angeht. Hango, schau mal, da ist auch eine Frage im Chat. Schon hier mit den Rufen. Es sind natürlich jetzt so, nimmt man die Signale hier, die Bruchsignale nach oben, ja oder nein, wir fangen um 9 quasi wieder mit Stunde 0 an. Also kommen dann die großen Marktteilnehmer rein. Also das ist ein bisschen tricky. Da gibt es auch leider jetzt nicht irgendeine Regel, wie man verfahren sollte. Das ist wirklich von jedem selbst abhängig. Was ich hier noch lese, ist, das Handelsvolumen der Unternehmen des S&P 500 ist derweil am Montag auf ein 7-Wochen-Tief gefallen. Nicht so ungewöhnlich. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, im Dezember, da ist man fast eingeschlafen im Handel. Das hat sich die letzten Jahre ein bisschen geändert, aber ja, geringes Volumen, durchaus normal. So tief natürlich soll es jetzt nicht unbedingt sein. Das zeigt, wie sehr die Börsianer der jüngsten Rallye misstrauen. Stattdessen lautet das Motto der Stunde abwarten. Kaum einer traut sich, auf dem jetzigen Niveau noch zu kaufen. Die Angst vor einem erneuten Rückschlag ist groß. Das sind also eigentlich bullische Nachrichten. Meistens macht der Markt das, wo die Schmerzen sind und die scheinen momentan eher oben zu sein. Also vielleicht eher mal Rücksetzer kaufen als umgekehrt. Wir warten jetzt ab auf 9 Uhr, was dann gleich passieren wird. Ja. Das Ganze natürlich dann auch davon abhängig, was die Marktteilnehmer von 14.30 Uhr Zahlen dann erwarten werden. Also müssen wir so ein kleines bisschen gedulden. Ja, ich sehe die Frage hier im Webinar zum Open Interest. Da kann der Alex gleich nochmal was dazu sagen. Zu der Open Interest Tabelle, also hier ist die Frage, können Sie im Laufe des Webinars eventuell mal auf die Open Interest und Hedge Bedarf Tabelle eingehen? Genau, die blenden wir mal ein. Und genau, ich mache die mal auf hier, Moment. Und dann zeige ich die mal. Und da kann der Alex was dazu sagen. So, ich blende mal die Open Interest Tabelle ein. So, und der Kollege Alex Meyer, weil der ist hier unser Optionsexperte, der kommt hier, der hat ja jahrelang war er Optionsmarketmaker hier bei der Deutschen Bank, liegt ein paar Jahre zurück, aber sowas verlernt man nicht. Ja. So, jetzt sagt der Alex ein bisschen was zu dem kleinen Verfall, den wir die Woche haben. Ja, also man kann es eigentlich hier kurz zusammenfassen, was es so hier angeht. Relativ uninteressant. Wir sind da, wenn Sie mal unten schauen, bei nicht ganz minus 10, minus 8. Kritisch wird es bei minus 30, minus 40. Das kann natürlich noch passieren dann am Donnerstag. Aber momentan würde ich das OI beim besten Willen nicht herziehen, um jetzt eine Entscheidung zu treffen. Sagt uns so nicht mal groß, ob es eher klebrig wird, der Handel, oder wir flutschig sozusagen in eine Richtung gehen. Es ist neutral, mehr oder weniger. Es ist wirklich harmlos. Also da jetzt große Schlüsse zu ziehen, eigentlich unmöglich. Und man sieht sogar, sowohl nach unten als auch nach oben gehen wir eher Richtung Gamma Long. Das bedeutet dann, da hat eigentlich niemand dann ein Problem. Klar, die einen freuen sich immer, die mit den Puts oder die mit den Calls. Aber von Problemen ist da weit und breit eigentlich momentan nichts zu sehen. Und insofern, ja, würde ich die
jetzt erstmal vernachlässigen und schauen, was uns der Markt hier quasi live dann anbietet. Genau, das waren jetzt die Ausführungen hier zum Open Interest. So, und jetzt konzentrieren wir uns hier auf den Markt. Also wir sehen, DAX guckt hier über das letzte markante Hoch, das ist die 426, ja. Die kleinste Zeiteinheit, die wir einblenden hier, die uns interessiert, ist der 3-Minuten-Chart. Also wir haben hier Daily-Charts, Stunden-Chart und 3-Minuten-Charts. Und auch hier natürlich kann man oftmals nicht abwarten, bis das Ganze hier in der Stunde gebrochen ist, ganz klar. Deswegen natürlich alles, was kleinere Zeiteinheiten angeht, das sind natürlich so die Brüche immer natürlich mit einer höheren Fehlerquote behaftet. Ja, also verlässliche natürlich da die Stunden und dann natürlich übergeordnet die Tagesschlusskurse. Aber wie gesagt, wir handeln Intraday, deswegen brauchen wir natürlich auch kleinere Zeiteinheiten. Und da sieht man, dass der DAX bereits oben drüber schaut, über das letzte markante Hoch, die 426. Der Eurostoxx ist auch über dem gestrigen Hoch, da auch nochmal zu zeigen, oben die 4256. Das ist das Hoch im Eurostoxx vom 12.10. Und am 12.10., wo waren wir denn im DAX? Viel weiter oben. Ne? Also da auch gut zu sehen, das Hoch im DAX, 12.10. 5,37. Also das vielleicht auch nochmal ein kurzes Indiz dafür, dass wir hier den Eurostoxx outperform haben, ne, mit relativer Stärke, das heißt Outperformance in den letzten Tagen und Wochen gegenüber dem DAX. Ne? Also Eurostoxx bereits an dem Hoch hier, oder wäre bei der 4256 an dem Hoch vom 12.10., wo der DAX noch um einiges braucht. Also DAX hat gebrochen in M3, Sie sehen das. Hier wird jetzt wichtig sein zu gucken, ob er das auch hier in der Stunde macht, wie auch in der Stunde über der 4256 die 4226 schließen, 15.426 schließen, dann hätten wir einen bestätigten Bruch und da könnte im DAX, könnte der DAX wirklich auch derjenige sein, der hier vielleicht die, den Kurs hier heute erstmal bestimmt und dann die Upside, die hier favorisiert wird, dann auch einleitet, sodass dann auch vielleicht der Eurostoxx folgt. Ja, da ist es natürlich nicht in Stein gemeißelt. Wer geht als erstes, wer geht vor? Das wäre natürlich viel zu schön, ja, zu wissen, ah, okay, der DAX geht immer vor und dann kann ich im Eurostoxx immer schön ein Trittbrett fahren. Ist leider nicht so, leider kein Wunschkonzert, ja. Mal geht der eine vor, mal der andere, ja. Mal gibt es einen False Break öfter beim DAX, weil der halt ein bisschen, in Klammern, ein bisschen dünner ist. Ich will nicht sagen illiquider, ja, das wäre das falsche Wort. Aber der Eurostoxx ist natürlich hier der Heavy, das ist das Heavyweight, das ist der Benchmark-Index in Europa, deswegen ist natürlich maßgeblich hier darauf auch zu schauen. Also, jetzt haben wir noch knappe 2 Minuten bis zum Cash Open. Ja, der DAX bereits über dem Widerstandsband gebrochen in M3. Schließt er auch die Stunde drüber, der 4,26, haben wir einen bestätigten Bruch. Und dann ist der Widerstand kein Widerstand mehr, sondern der sollte dann im Setback eigentlich unterstützen. Ziele oben im DAX 4,42, 4,49, dann oben drüber die 4,72. So, jetzt haben wir noch eine knappe Minute. Also wie gesagt, hier ist DAX mit einem Bruch über dem Widerstand. Wir sehen auch im Bund, zwischenzeitlich ist ein neues Hoch hier. Der hat oben natürlich erstmal Platz bis ans gestrige High 129,99. Und im S&P, ja, im S&P sind die Bruchmarken hier oben. Ne? Also Europäer brauchen nicht unbedingt den S&P, aber insbesondere nicht am Vormittag. Die können natürlich auch autark, aber ist natürlich gut, wenn alle drei Kernindizes hier auf der Aktienseite auch die gleiche Sprache sprechen, sprich in die gleiche Richtung gehen. Also noch 10 Sekunden, dann haben wir Cash Open. So wie es aussieht, der DAX wird brechen, heißt schließt drüber, über der 4,26 bestätigt der Bruch auch in der Stunde. Da schauen wir mal, ob da nach oben was kommt. So, Cash Open. Der Eurostoxx hat leider nicht drüber geschlossen, Sie sehen es. Der hat am gestrigen Hoch geschlossen, an der 104,248. Also noch keine Bestätigung im Stoxx. So, schauen wir mal,
DAX kommt erstmal zurück und testet hier das Bruchlevel. Wie gesagt, wir haben leider keinen bestätigten Bruch in der Stunde im Eurostoxx am gestrigen Hoch. Da hat er die 4248 geprintet. Ja, also Vorsicht war jetzt mal angebracht hier. Also wir sehen, DAX testet hier diese Zone. Wir haben, wie gesagt, im Eurostoxx oben keinen bestätigten Bruch am gestrigen Hoch, schon gar nicht oben an der 4256. Also Eurostoxx ist noch im Widerstandsband. DAX taucht eben in dieses, das sollte jetzt eigentlich unterstützend sein, ja, aber wir sehen, dass im Stoxx nach oben erstmal nichts ging. Deswegen jetzt mir nicht für bare Münze nehmen hier den DAX, was den Bruch angeht, weil die anderen Märkte erstmal nicht mitziehen. Sie sehen es auch im S&P, der kommt auch leicht zurück. Also wir haben hier ein indifferentes Bild. Wie gesagt, der DAX mit einem Bruch des Widerstandsbereichs auch in der Stunde. Deswegen, also eigentlich jetzt per Definition ist jetzt eben dieser Widerstandsbereich jetzt unterstützend. Wir haben leider keinen Bruch im Eurostoxx am gestrigen Hoch gesehen, schon gar nicht oben an dem Widerstandsband an der 4256. Von daher ist das hier etwas, was nicht hilft, was die Upside angeht. Also wir haben hier den S&P am Widerstandsband erstmal ein bisschen Rejection. Wir haben den Eurostoxx am gestrigen Hoch erstmal nicht weiterkommt an der 4248. Und der DAX oben, gut, ob es jetzt ein False Break wird und wir unten drunter schauen, weil die anderen Indizes nicht mitziehen, das wird sich zeigen. Für das Long Setup jetzt im DAX, ne, weil der Eurostoxx und S&P nicht mitziehen, würde ich erst wieder darauf fokussieren, wenn wir hier einen Rebreak über die 426 machen, weil wir jetzt erstmal hier mit dieser Bullish Engulfing Kerze das Ganze erstmal rejected haben auf der Upside. Ja, wenn jetzt alle drei Indizes nach oben hin das wahrgenommen hätten und gebrochen hätten, dann wäre die Konstellation natürlich eindeutig, ja, von der Deutung her. Jetzt, wo Eurostoxx nicht mitzieht, müssen wir natürlich hier im DAX schauen, dass er hier mit dieser Kerze erstmal mit Beginn der Kasse und mit dem Rebreak unter die 426 das Ganze oben erstmal negiert hat. Die Unterseite unter der 405, wie gesagt, wenn erstes Kursziel an dem DAX, die 391 respektive hier dieses Verlaufstief. Eröffnungsvolumen in dem 3 ist gut. Wir haben hier so als Indikation für gutes Volumen in M3, so um die 900 Kontrakte. Das ist dieses schwarze Horizontallevel hier unten im Volumen, was wir anzeichnen. Also wir haben gutes, ja, jetzt nicht überragendes, gute 1200 Kontrakte hier in M3.
Also, ruhiges Cash Open, ja, muss ich sagen. Bisher kommt auch hier mit dem Rebreak im DAX. Also, per Definition ist natürlich jetzt all das hier auch mit dem Stundenschluss Unterstützung. Dadurch, dass der Eurostoxx oben nichts gemacht hat, sind wir hier, was den DAX angeht, natürlich ein bisschen vorsichtiger. Deswegen und auch insbesondere nach dieser bearish Engulfing hier, diese Kerze zu Beginn mit dem Cash Open, also da hat er erstmal neues Hoch gemacht und dann den Bruch erstmal rejected. Von daher, was den Long oder Re-Long angeht, gut, ganz mutige gehen vielleicht hier schon rein, aber ich würde da nochmal einen Rebreak, nochmal einen Close über der 426 abwarten und dann idealerweise natürlich auch das Hoch rausnehmen. Ansonsten kommt hier auch erst, muss ich ehrlich sagen, auch kein Druck, auch im Eurostoxx nicht nach unten auf und auch nicht im S&P. Also ist so ein bisschen dafür, dass das Level hier so wichtig ist. Schon ein bisschen überraschend. So ein bisschen im Niemandsland ist hier der Bund. Ja, da ist, wir sehen noch ganz enge Handelsrange heute. 29,65 unten, 88 oben. Also hier auch, also gut, vielleicht merkt man den Bund wirklich insbesondere auch die Spannung an, was die Verbraucherpreise heute Nachmittag aus den USA angeht. Wieder ganz, ganz wichtige Zahlen, die heute kommen, ja, wo natürlich jeder darauf achtet. Also, DAX, Unterkante, nicht ganz getestet, die 405, das war Unterkante Widerstand. Also, normalerweise gehen wir her und ändern hier auch mit dem Bruch jetzt auch hier die, und das müssen wir eigentlich auch machen hier im DAX, dass jetzt aus dem Widerstand hier eine Unterstützung ist, ja. Und das mache ich jetzt auch mal. Ne? Weil wir in der Stunde drüber geschlossen haben, deswegen färben wir hier mal um. Ja, ich weiß, die anderen Indizes sind noch nicht so weit oder sind noch im Widerstandsbereich, aber per Definition müssen wir das hier machen. Also das ist jetzt der ehemalige Widerstandsbereich, den wir hatten heute im DAX, die 405 bis hoch auf die 426 durch das Stundenklos über dem oberen Ex-Widerstandsband. Jetzt so sollte dieser Bereich unterstützend sein, ja. Das ist so die, eigentlich die genaue Definition, obwohl der Eurostoxx nach wie vor in diesem ist und auch der S&P. Ich habe es vorhin gezeigt, wie wichtig hier das Level im S&P ist. Das ist so eigentlich von den drei Indizes die wichtigsten Levels hier, 30 bis hoch auf die 36, die hier nachhaltig rauszunehmen, was bisher noch nicht erfolgt ist. Wie gesagt, das Ganze kommt hier aus dem Daily Chart mit dem mittelfristigen Abwärtstrend hier im S&P, der das Ganze, ich zeige das gerne nochmal, währenddessen der DAX ruhig ist und der Bund jetzt ein bisschen hochkommt da von den Highs. Also nochmal hier der Blick auf den S&P Future und da mal zu zeigen, wo das herkommt. Also der Abwärtstrend von hier oben, von dem Continuous Chart, das ist das Hoch vom 26.07. 4,685 ein Viertel. Verbunden hier mit, gut, nicht ganz dran, das ist hier das Hoch vom 14.09. die 4,566 und Sie sehen, dass er jetzt hier an den jüngsten Hochs hier dran ist. Der kommt hier da nicht drüber. Das ist ein Tageschart. Wir schließen nicht hier oberhalb dieses mittelfristigen Abwärtstrendes und auch nicht hier oberhalb dieser 30 Viertel dieses letzten markanten Hochs. Erst ein Close idealerweise natürlich, was den Tageschart auch per Tagesschlusskurs über diesen Levels. Der macht dann die Türklappe nach oben auf. Also der S&P ist derjenige, der hier jetzt mittelfristig über Gedeih und Verderb, so in Anführungsstrichen, entscheidet. Ganz wichtige Marke hier.
So, DAX schafft es nicht hier. Sie sehen es, wir haben in M3 hier nicht mehr drüber geschlossen, über der 426. Hat drüber geschaut, rejected. S&P, oder der Eurostoxx, sorry, der Eurostoxx kommt oben nicht drüber hier, über das gestrige Hoch. Und auch der S&P kommt nicht weiter, macht jetzt ein minimal neues Verlaufstief. Also, das hier mit dem DAX natürlich, ich hoffe, die Message ist rübergekommen, dadurch, dass der Eurostoxx oben nicht weiterkommt und auch der S&P nicht, dass wir da im DAX natürlich jetzt ein bisschen differenzierter, gerade so was die Upside angeht, das Ganze betrachten. Das ist hoffentlich rübergekommen, ne? Wir haben kein erneutes Close über der 426. Ja, das war eigentlich so die notwendige Bedingung, um da eventuell für mich jetzt nochmal an den Long zu denken. Aber es ist ein sehr gutes Beispiel heute, wieso oder wieso es sinnvoll ist, hier die Märkte natürlich hier im Kontext, heißt nicht nur aus dem großen Chartbild, aus dem Daily, das sind ganz wichtige Marken, aus der Stunde ganz wichtige Marken, sondern wenn man den DAX handelt, ne, und jetzt hier oben den Bruch spielt, ne, und sagt sich, ja, sorry jetzt für den Ausdruck, ja, wieso geht es da oben nicht weiter, ja? Dann schau doch mal bitte auf den Eurostoxx, wieso es eventuell nicht weitergeht, weil der oben hängen bleibt. Schau mal auf den S&P, wieso es nicht weitergeht. Ne? Und wenn einer sagt, das ist zu weit hergezogen, ganz ehrlich, das ist es nicht, weil Märkte so funktionieren. Ja? Auch der S&P spielt das ein oder andere Mal seine Rolle am Vormittag. So, Sie sehen, jetzt ist der DAX oben nicht weitergekommen. Ob jetzt hier der Eurostoxx dran schuld ist oder der S&P dran schuld ist, werden wir nie erfahren. Wichtig ist, wenn man das im Blick hat, dass man das einzuordnen weiß, ne? Weil dann holt man sich hier oben keine blutige Nase mit dem Bruch und auch dem Stundenkurs im DAX über dem wichtigen Widerstandsband, über der 426, dem letzten markanten Tageshoch da, und weiß das einzuordnen. Deswegen vorhin von mir der Zusatz, erst ein Rebreak, also ein Close über der 426, idealerweise dann über dem Hoch. Aber so weit ist er nicht gekommen und macht jetzt hier erstmal neue Kassatiefs. Ne? Erstes Kursziel im DAX 3,91, unten 3,87. Wir sehen auch im Bund Druck, der nähert sich hier dem, der ist jetzt am Vorstundentief, ja, das Tagestief ist unten die 65. Der eine geht, der andere geht nicht, oder der eine macht den Fehlausbruch, der andere nicht. Das passiert immer mal wieder, ja. Weil es vielleicht die relative Stärke gibt, weil vielleicht in den Spreads irgendwas passiert. Spreads soll heißen, dass institutionelle größtenteils nicht outright Positionen eingehen, sprich nicht hier Long Eurostoxx oder Short DAX, sondern in der Regel spielt man sowas über Spread, sprich man sagt, okay, ich kaufe den DAX und verkaufe den S&P oder verkaufe den Eurostoxx. Ne? Und wenn es dann zu einem Unwinding, zu einer Auflösung von so einer Position kommt, dann kommt es natürlich oftmals zu relativer Stärke von dem einen zum anderen Kontrakt. Das sehen wir tagtäglich, das ist unser täglich Brot, das zu erkennen, weil wenn man das erkennt, dann hat man schon viel gewonnen. Ne? Und auch hier der Zusatz, hoffentlich hat hier oben mit dem Bruch im DAX hoffentlich dem einen oder anderen von ihm vielleicht davor bewahrt, hier blind da oben reinzukaufen und den Long zu spielen, weil die anderen Märkte nicht mitziehen. Na, ich hoffe, dass dieser Zusatz hier geholfen hat. Ob jetzt hier auf der Unterseite was kommt, wir sehen, das Volumen bleibt relativ überschaubar und auch die Indizes, die an den Widerständen sind, also insbesondere der Eurostoxx, kann sich hier von diesem Widerstandsband nicht lösen nach unten. Also hier kommt auch jetzt kein Druck erstmal auf im Stocks. Der Einzige, der sich so ein bisschen lösen kann, ist der S&P Future, ne? Der verteidigt oben hier
dieses Widerstandsband ein erstes mögliches Kursziel im S&P für die eventuellen Shorts immer wieder hier im Konjunktiv reden, die 4425. Bund am Tief, die 109, der hat so einmal die Tagesrange gemacht hier, der Bund, 129,88 oben geprintet und unten ja bis auf einen Tick ans Tagestief ran. Wenn Sie Fragen haben zum Vorgehen hier, können Sie gerne hier im Webinar-Chat stellen, aber nochmal der Zusatz, wenn Ihnen das gefällt, hier, was wir machen das jeden Tag auch auf GoToWebinar-Basis im Rahmen unserer Squawkbox. Also da können Sie sich hier bei uns auf der Webseite unter traderstalk.de kostenlos und unverbindlich hier einen Trial holen, ja genau, hier ein paar Angaben machen und dann können Sie uns 14 Tage kostenlos täglich testen. Ja? Also ob das zumindest mal in drei False Breaks vom DAX hier am Hoch, kommt hier kein Druck erstmal auf. Ja, also False Break in M3 soll heißen, wir haben oben drüber geschlossen, auch in der Stunde. Und dann hier wieder in diesem Bereich geschlossen und jetzt die Range, die ehemalige Widerstandsrange, die wir hier auch jetzt zu einer Unterstützung gemacht haben, weil wir in der Stunde auch drüber geschlossen haben, jetzt schließt er hier und das, ich werde es jetzt erstmal nicht ändern erst. Wenn die Stunde wieder drunter schießt, dann Ganzes dann mit einem False Break oben drüber und dann wieder Widerstand. Aber Sie sehen in M3, dass er unten jetzt erstmal nicht mehr über die 0,5 kommt. Die verteidigt er jetzt im Setback, ohne dass da bisher auf der Downside jetzt was nachkommt. Also relativ verhaltenes Cash Open, ja, muss man sagen. Wir haben ZDW heute um 11, aber nochmal die alles oder die wichtigste Konjunkturzahl diese Woche kommt heute Nachmittag um 14.30 Uhr. Das sind die Verbraucherpreise aus den USA. Gut, was noch wichtig ist, ist natürlich hier, dass die Debatte über die Schuldenobergrenze, also alle Jahre wieder aus den USA, die kommt am Freitag, aber da scheinen wir bisher den Impact hier im Markt noch nicht so zu spüren, dass da vielleicht hier, gut, das wird man natürlich dann in erster Linie hier auf der Anleiheseite sehen, in den Bonds. Also nochmal, stellen Sie gerne Fragen. Genau, Link für die Webseite bitte. Ach so, ja, den Link für die Webseite, den schreibe ich hier rein. Moment, wie das geht hier, genau. Wenn ich das hier könnte, ja. Aber ich zeige das gleich nochmal hier. So. Einfach auf traderstalk.de, genau. Das ist hier www.traderstalk.de, das sind wir. So, genau, das ist der Link. Und da einfach hier auf Squawkbox drücken und unter Traderstalk Premium hier den Trial kostenfrei beginnen. Vielleicht, ja, ich
Ja, ich versuche den hier nochmal einzustellen oder einstellen zu lassen im Dings, im Webinar, was den Link angeht. Ja, also da können Sie uns gerne kostenlos, unverbindlich für 2 Wochen lang testen im Rahmen des Workbooks. Also kurze Standortbeschreibung unten. 129,65 hier im Tagestief im Bund verteidigt, bis auf den Tick. Das False Break im DAX, in M3 oben und unten bleibt erstmal hier ohne Follow-up. Also hier kam jetzt hier nicht mal hier an das erste kleine Kursziel der DAX. Da kommt bisher auf der Unterseite nichts nach. Aber auch die anderen Aktienindizes, die können sich nicht lösen. Hier die Tatsache, dass der Eurostox oben das gestrige Hoch erstmal verteidigt hat. Sie sehen es hier, wir haben kein Close, sogar einen Tick drunter unter dem gestrigen High, also Stunden-Close hier mit der abgelaufenen Stunde war bei 4247 im Stocks, also erstmal oben rejected, aber da kommt nach unten hin nichts nach. Sie sehen es hier, Unterkante bleibt hier auch erstmal, ja, da geht nichts drunter in M3, auch nicht mal in M3, dass wir da unter der 4240 schließen. Also hier kommt erstmal kein Druck auf den Markt. Von daher sicherlich ein bisschen enttäuschend will ich nicht sagen hier, das Marktgeschehen bisher, aber wenn Sie permanent dran sind, werden Sie sehen, dass oder merken, dass an anderen Tagen viel mehr los ist, insbesondere natürlich mit Beginn der Kasse, also das ist heute relativ verhalten. Weil es gerade so ruhig ist, sehen wir im DAX, er hat sich hier vom Tages, nicht vom Tages, hier vom Kassetief eigentlich ganz gut erholt. Nochmal zu den Verbraucherpreisen. Also wir haben ja den Trend so der letzten Wochen und Monate, dass die Hauptzahl sinkt. Ja, wird auch dieses Mal von 3,7, also die Hauptzahl aufs Jahr von 3,7 wird jetzt dieses Jahr mit diesem Monat für den Monat Oktober mit einer Zahl von 3,3% Steigerung gerechnet. Also hier weiter sinkende Inflation, worauf natürlich die Ökonomen insbesondere schauen, ist die sogenannte Kernrate, wo hier die Energiekosten und auch Lebensmittel rausgerechnet werden. Und da ist die Erwartung die gleiche wie im Vormonat mit 4,1%. Also da und auf das Jahr dann in der Kernrate auch 0,3, so wie im Vormonat auch. Also da hat man auf die Hauptzahl Abschläge gesehen, 0,4 im Monat, was erwartet. Letzten Monat kam mit 0,1, also 0,3 niedriger. Aber die Kernrate, wie gesagt, das ist das, was eigentlich die Ökonomen am meisten interessiert. Und da ist sicherlich auch das Spannungspotenzial heute Nachmittag um 14:30. Also wäre das, wie gesagt, da wird sicherlich Bewegung geben, weil die Erwartungshaltung in diese Zahl riesig ist. Ja, da übertreibe ich auch nicht. Davon hängt natürlich ab, was denn mit dem Pausieren der FED, ist es nachhaltig, ist es nicht. Da hat ja der FED-Präsident letzte Woche ein bisschen zurückgerudert, gemeint, ja, da könnte auf der Zinserhöhungsseite doch noch was kommen. Ja, wir schauen natürlich, da hat der Markt es ein bisschen zu euphorisch gesehen, so seine Worte, ja, und wir haben auch kleine Abschläge gesehen, Sie erinnern sich, da kamen die Märkte letzte Woche ein bisschen unter Druck. Genau das meint er nämlich und da schaut die FED natürlich auf verschiedene Komponenten, aber natürlich insbesondere hier auf die Inflationszahlen und da hauptsächlich auf oder im großen Rahmen auch auf die Kernrate
auf die es dann natürlich insbesondere ankommt. Also wenn Sie da heute Nachmittag live dabei sein möchten, was sich da im Markt abspielt mit der entsprechenden Kommentierung und Analyse von unserer Seite. Sie wissen ja, was zu tun ist. Loggen Sie sich ein, holen sich da so ein kostenloses Trial und schauen Sie mal, wie da so die Marktaction ist, was da so passiert dann am Nachmittag. Also ja, gut, ich hätte mir auch gerne ein bisschen mehr Bewegung hier am frühen Vormittag gewünscht oder jetzt zum Cash Open. Aber nochmal, es ist kein Wunschkonzert. Ich denke, das war auch so das, was ich vorhin angesprochen habe. Wird denn vor den Verbraucherpreisen hier was passieren, ja oder nein? Es kann sein, dass man sich da eben ein bisschen bedeckt hält und dann doch lieber hier die Zahlen abwartet, ja. Also hier tut sich wirklich nicht viel, aber das sieht man auch an den Voluminas hier. Wir haben ein gutes Eröffnungsvolumen gehabt im DAX und auch im Eurostox. Aber danach nur die erste M3-Candle hier mit Benchmark-Volumen. Ja, Benchmark-Volumen heißt über 900 Kontrakte in M3. Und ansonsten sehen wir hier jetzt ganz oder weiter abnehmende Volumina hier auf ganz niedrigem Niveau. Auch im Bund tut sich nicht viel. Der hat wirklich eine ganz enge Handelsrange. Also es geht auch auf der Aktienseite nicht viel anders. Also das ist jetzt hier so ein bisschen die Situation. False Break im DAX in der Stunde drüber, in M3 auch, hat es korrigiert, aber da kam auch unten nichts nach. Das ist so der aktuelle Stand jetzt, ja. Wenn jetzt noch Fragen sind, genau, da ist was hier. Vielen Dank für den Kurs und die bisherige Interpretation. Das hilft mir als Einsteiger sehr. Einfache Frage zum Tool. Mit welchem Tool arbeitet ihr denn, damit ihr die Widerstände, Zonenbänder so schön in die Charts bekommt? Also das ist hier Atas. Und vielleicht kann ich auch ein bisschen Werbung machen, weil ich weiß, dass Atas auch hier Partner ist von FX Flat. Also wir zeichnen diese Linien hier ein. Das machen wir immer vorbörslich, also vor 8 Uhr. Und erstellen daraus auch die Factsheets, die jetzt auch hier unter den Unterlagen sind. Aber wir haben jetzt hier gemeinsam mit der Atas-Aktion hier zum Black Friday, nächsten Freitag, also nicht diesen, sondern darauf. Da bietet der Atas jedes Jahr Lizenzen, ich glaube Monats- und Lifetime-Lizenzen vergünstigt an. Die wird es auch über, so, ich hoffe, Nelson ist okay, wenn ich das sage, wir sind auch Affiliate von Atas, wird es auch über uns geben, aber jetzt insbesondere, was das mit diesen Zonen auf sich hat, die wir hier einzeichnen, wir werden dann gemeinsam mit dieser Aktion auch damit starten, dass wir den Kunden, die jetzt sich eine Atas-Lizenz besorgen wollen, ja, und werden wir dann auch die Template, sprich diese Zonen hier dann als Template jeden Morgen und jeden Mittag die beiden Updates zur Verfügung stellen, sodass Sie sich das, wenn Sie dann Atas haben, sich dann in Ihre Atas dann importieren können und dann genau das sehen, was wir hier auch zeigen. Also hier die ganzen Zonen mit den Linien, wo es drauf ankommt, genau, das wird dann eins zu eins dann auch bei Ihnen so sein. Also Sie haben dann das gleiche Template, was wir dann morgens erstellen um vor 8 und dann gibt es Mittag nochmal ein Update. Genau, ich hoffe, dass wir die Frage von dem Teilnehmer hier beantwortet hat. Ansonsten geht es hier auf 8:30 zu, sorry, 9:30 zu. Wir sehen den DAX sich weiter leicht erholt im Bund. Nicht im Bund, im Eurostock, sorry, nach wie vor hier Range-Handel, ganz enges Niveau, auch im S&P, der konnte hier sein Short-Setup nach unten hin, also nicht mal ein Minimalziel erreicht, hier 4425 DAX, guckt oben wieder vorbei und damit will ich mich auch so langsam oder wollen wir uns so langsam hier aus der gemeinsamen Kommentierung hier mit unserem Partner FX Flat verabschieden, es sei denn, es kommen noch hier Fragen. Ich sehe jetzt erstmal nichts hier im Fragechat. Ich weiß nicht, ob du da noch was hast, Nelson. Hey, alles beantwortet, aber wie immer, wenn Fragen im Nachhinein kommen, dann leiten wir das auch sehr gerne weiter. Ansonsten hast du ja eure Website ja auch schon gezeigt. Genau, dann will ich mich hier von meiner Seite, von unserer Seite bedanken, auch im Namen von meinem Kollegen Alex Meyer. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, gut, es war jetzt nicht viel los. Ich hoffe trotzdem, dass wir hier mit
den Blick auf das Ganze, vielleicht mal die eine oder andere hilfreiche Information mitgegeben haben, gerade so was Ausbrüche angeht, wieso ist denn der DAX gegangen und der Eurostox nicht. Also nochmal das, was ich jedem nur raten kann, der hier in diesen Märkten aktiv ist. Versucht die Märkte, wenn ihr den DAX handelt, guckt unbedingt auch auf den Eurostox und umgekehrt. Und ja, das ist jetzt nicht hier das Wort zum Sonntag, sondern das Schlusswort von mir. Danke nochmal hier fürs Zuhören, auch fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal, wie gesagt, das Ganze dann in 2 Wochen wieder dann hier an gewohnter Stelle zu gewohnter Uhrzeit. Ja, dann das Schlusswort an dich, Nelson. Super, vielen Dank. Ich schließe mich hier den Feedbacks an. Vielen Dank für das Webinar und wünsche natürlich auch noch einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank an alle, die heute live dabei waren oder natürlich auch sich die Aufzeichnung anschauen. In 2 Wochen geht's weiter und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Und ja, bis dahin, passen Sie auf Ihre Positionen auf und bleiben Sie gesund. Ciao.